Moin, ich bin's Franzi und heute bastel ich mit euch kleine zappelige Mäuse aus Walnüssen. Und wie die richtig herumsausen können wie echte Mäuse, das zeige ich euch jetzt. Für die zappeligen Mäuse braucht ihr einen Locher, Farbkarton, einen Bleistift, ein Wasserglas, weiße Farbe, einen Pinsel, eine Schere, Murmeln, etwas Filz, Walnüsse, ein stumpfes Messer, Klebe und ein Wollknäuel. Als erstes spalten wir die Walnüsse in zwei Hälften. Und zwar funktioniert das so, dass ihr ein stumpfes Messer nimmt, ein Küchenmesser am besten. Und dann nehmt ihr, hier ist die spitze Seite der Walnuss und hier ist die stumpfe Seite der Walnuss. Könnt ihr mal bei einer anderen gucken. Es gibt hier immer so eine kleine Spitze und das ist die stumpfe Seite. Und bei der stumpfen Seite, da setzt ihr jetzt vorsichtig mit dem Messer an. Am besten ihr legt es auf den Tisch. Und das, was wir wollen, ist nämlich, dass die Walnuss aufgeht, ohne dass sie kaputt bricht. Okay, die hat schon mal nicht funktioniert. So sieht es dann aus, wenn die kaputt ist. Also, nächster Versuch. So. So, die ist jetzt heil geblieben. Jetzt könnt ihr vorsichtig die Nuss rausholen. Passt dabei auf, dass ihr die restliche Nussstruktur nicht kaputt macht, weil das hält eure Murmel in der richtigen Position. Und dann könnt ihr erstmal die Nuss vernaschen. Jetzt zeichnen wir den Umriss von der Walnuss auf das Farbpapier. Dann nehmt ihr einen Bleistift dafür, legt die Nuss einfach auf das Farbpapier an den Rand und zeichnet einmal drumherum. Fertig. Dann als nächstes nimmst du die eine von den Murmeln und checkst mal, ob die auch in deine Nusshälfte passt. Und dann zeichnest du einen Kreis auf deinen Umriss, genau in die Mitte, der etwas kleiner ist als deine Murmel. So, das ist ein bisschen kleiner. Und dann schneidest du mit der Schere den Umriss aus. Du kannst auch eine Nagelschere benutzen, die ist ein bisschen kleiner und wendiger. Und dann kannst du mal überprüfen, wenn du die Murmel in die Nuss legst, ob die schon genug rausguckt. Die muss hier quasi ein Stückchen rausgucken. Die guckt mir jetzt immer noch nicht genug raus. Also das Loch noch einen Tick größer machen. Jetzt könnt ihr mal mit dem Finger checken. Die Kugel rollt und bleibt trotzdem in der Pappe drin. Genauso soll es sein. Jetzt machen wir den Mäuseschwanz und dafür brauchen wir ein Stück Wolle. So, ein bisschen nach Gefühl. Wie lange wollen wir den Mäuseschwanz haben? So. Zack. Dann nehmen wir die Nusshälfte und an der Stelle, die stumpf ist, nicht die spitze, sondern die stumpfe Seite, auf die Seite kleben wir jetzt auf der Rückseite den Schwanz fest. Und dann bestreicht ihr die gesamte Walnuss am Rand mit Klebe und tut die, ganz wichtig, die Murmel rein und klebt dann den Papierumriss passgenau auf die Nuss. Und die Maus kann jetzt nämlich rumflitzen, das checken wir gleich, wenn die Klebe getrocknet ist. Das, was jetzt hier noch so absteht, das können wir jetzt einmal nochmal abschneiden. Jetzt können wir noch einmal überprüfen, ob die Maus auch ein bisschen flitzt. Sieht schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. So, als nächstes schneiden wir aus dem Filz eine kleine Nase aus. Dafür benutzen wir den Locher, weil wir dann einfach eine ganz leichte, runde Form bekommen. Zack, ich mache jetzt hier einfach mal zweimal ein Loch rein. Dann kann man den unten aufmachen. Und, oh, da ist noch anderes Papier drin. Aber auch, zack, zwei kleine Filzpunkte. Das gleiche mache ich jetzt mit dem schwarzen Filz. Das werden die Augen. Eins und zwei. So, jetzt haben wir schon zwei Augen und die Nase. Und jetzt schneiden wir aus dem
restlichen schwarzen Filz noch zwei Mauseohren aus. Dafür schneide ich eine ca. 2 cm große Tropfenform aus. So sieht die Form aus. Das Ganze schneidet ihr jetzt einfach nochmal aus. Dann könnt ihr den Filz zur Seite legen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und jetzt kleben wir alles an unserer Walnussmaus fest. Wir starten mal mit der Nase. Dafür auf die spitze Seite einen Klebepunkt setzen. Und den roten Filzpunkt aufkleben. So, dann klebt ihr die Augen fest, und zwar links und rechts von der Nase. Da macht ihr nochmal einen Klebepunkt hin. So, Augen dran, Nase dran, und jetzt kommen noch die Ohren. Könnt ihr vorher mal gucken, wo ihr die hinhaben möchtet. Immer so ungefähr ein bisschen oberhalb der Augen. Dann drückt ihr die unten ein bisschen zusammen. Könnt ihr auf der Mitte unten, an der nicht runden Seite, könnt ihr einen kleinen Klebepunkt machen. Könnt ihr einmal zusammendrücken, damit sie die Ohrenform bekommen. So sieht das Ganze dann aus. Und das macht ihr bei dem anderen Ohr auch. Ganz schön knifflig bei der Größe. Aber mit Geduld und Spucke habt ihr 2 super Mäuseohren. Das, was jetzt unten so lange absteht, das könnt ihr nochmal mit der Schere abschneiden. So, Stückchen abschneiden. Und dann kleben wir das schwuppdiwupp oben an der Maus fest. So, und das zweite Ohr. So sieht das Ganze dann aus. Zum Schluss zeige ich euch noch einen kleinen Trick, wie ihr die Maus noch lebendiger machen könnt. Dafür tue ich mir jetzt hier etwas weiße Farbe auf meine Farbpalette. Und dann malt ihr einfach 2 kleine weiße Punkte als Reflexe auf eure schwarzen Filzaugen. Und schon sieht die Maus richtig echt aus, oder? Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bis zum nächsten Mal.